Ja, wir fahren garantiert nicht hin, um, ja, um netter Gast zu sein. Also ich glaube, niemand erwartet was von uns. Bayern, ja, alle denken, Bayern ist unschlagbar. Und ich glaube, letztes Jahr, also eigentlich genau vor einem Jahr, war es eigentlich ähnlich. Bayern hat die ersten 7-8 Spiele gewonnen. Und ja, dann kamen wir und hat natürlich glücklich gewonnen. Aber ich glaube, dieses Glück braucht man einfach, um in München zu bestehen. Und ja, dafür müssen wir hart arbeiten, dass es überhaupt zu dem Glück kommen kann. Ja, sie haben eine super Mannschaft, aber wir haben ja deswegen keine Angst vor denen, um Gottes Willen. Also wir werden alles geben, alles in die Waagschale werfen und wollen ein gutes Ergebnis erzielen. Ja, das ist das, was im Bereich des Möglichen ist, das, was wir beeinflussen können. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Das hat für Gedeich gezeigt, auch in der Hinserie. Gut, da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem haben wir da uns mit Haut und Haaren gewehrt, haben wir aggressiv verteidigt. Und dann ist es auch zum Unentschieden gekommen. Und das müssen wir mitnehmen, dass wir ein deutlich unbequemer Gegner werden und die sich vielleicht auch ein bisschen mal mit die Zähne ausbeißen. Ich gehe davon aus, dass die auch da wieder ähnlich spielen werden mit sehr viel Ballbesitz und den Gegner auch versuchen zu zermürben. Aber wir müssen da dagegen halten und versuchen, unangenehm zu sein. Ja, natürlich kann ich mir schon vorstellen, dass Bayern uns attackieren wird und natürlich ja, ihre spielerische Klasse versuchen ja, umzusetzen. Also ich glaube schon, dass ich als Torwart eine Menge Arbeit vor mir haben werde und ja, dass wir defensiv in erster Linie verteidigen müssen und dann im Umschalten Nadelstiche nach vorne setzen. Weil so kann man die Bayern packen oder vielleicht auch über Standards. Weil sonst, wenn man ins offene Messer läuft, dann wird es schwer in München.